bin Sebastian Deutsch, ich bin einer der Gründer von Unelements und wir haben Unelements 2007 gegründet, Eray Basar und ich, und sind inzwischen auf 45 Leute irgendwie gewachsen. Unelements versteht sich als digitale Produktagentur. Unelements produziert Apps, Websites, aber wir helfen Kunden auch, die komplette Wertschöpfungskette abzubilden. Das heißt irgendwie von Kundengewinnung bis irgendwie Conversion Rate Optimierung. Zu unseren Kunden zählt zum Beispiel die OECD, wir arbeiten mit HP oder Disney, wir haben mit Microsoft viel gearbeitet und Google. Von den Kunden, von den High-Playern ist so ziemlich alles dabei, was man irgendwie machen kann. Die Bestleistung von Unelements ist, dass wir die Firma Employer aufgebaut haben, zu der Ausbildung.de gehört, und das so groß gemacht haben mit fast 100 Mitarbeitern, und das haben wir im letzten Jahr an Bertelsmann verkauft. Es hat einen größeren Exit gegeben, und das hier im Ruhrgebiet zu machen, das war schon ein ziemlich großes Achievement. Ich glaube, dass Firmenkultur einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren von Unelements ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir hier ein ganz tolles Team geschaffen haben, die hier alle gerne arbeiten, die Bock haben, irgendwie Sachen zu machen, die auch den Drive haben, auch diese Opportunitäten, wenn neue Technologien rauskommen, wenn irgendwas passiert, das zu erkennen und wissen, sie können immer zu uns kommen und sagen, hier, ich möchte irgendwas umsetzen. Die Ruhr.js ist ein Beispiel für sowas, so ein Spielplatz, wo wir sagen, da bringen wir super coole Leute hin, die extrem weit vorne sind technologisch, die dieses Wissen vermitteln. Wir kommen hierher und ich mag NRW total gerne. Jede Stadt hat eigentlich eine größere Uni und der Output, da ist sehr viel Talent und diesen Schatz kann man eigentlich gut heben. Weiterhin halte ich NRW für sehr livable. Es ist einfach sehr cool hier zu wohnen und ich sehe NRW so ein bisschen als Metropole Rhein-Ruhr und glaube einfach, dass es ein super Standort ist.